Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar geht es um eine ganz neue Box hier auf meinem Kanal. Die gibt es aber schon ein bisschen länger überhaupt zu kaufen und zwar spreche ich von der Freebie Box. Wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich darin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Sammy macht es sich ja auch so ein bisschen gemütlich neben mir. Und die Freebie Box ist eine Box, die mir kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde. Das ging über das Portal Reach Hero tatsächlich. Das ist ein Portal, wo sich Influencer anmelden können und dann in Kontakt mit den jeweiligen Firmen treten. Und so bin ich auch in Kontakt getreten mit der Freebie Box. Genau. Und die wurde mir, wie gesagt, zur Verfügung gestellt, um sie halt hier einfach mal zu zeigen. Der wedelt mich ja an, Leute. Mein Profil erstellt, wo ich Interessen hinterlegt habe und so weiter. Deswegen bin ich wirklich gespannt, was sich hier drin verbirgt. Wenn du die abonnieren möchtest, das ist so ein jederzeit kündbares Abo, das ist dann quasi zwischen 15 und 25 Euro monatlich oder pro Box, was du da bezahlen würdest. Der Warenwert hier drin soll aber richtig hoch sein. Ich kann dir schlecht den Warenwert exakt sagen. Das ist ein bisschen schwierig, aber ich würde einfach mal sagen, wir schauen rein, denn Freebie heißt ja Werbegeschenke. Das heißt, das hier ist eine Box vollgepackt mit Werbegeschenken. Ich bin super gespannt, was sich hier drin verbirgt. Los geht's. Genau, ich habe hier jetzt was weggeschnitten, weil da meine Adresse halt drauf stand. Ansonsten kommt sie halt hier in einem ganz normalen Pappkarton verpackt. Und wenn man das Overlay entfernt, hat man hier den Blick in die Box und ich bin sehr gespannt, was sich darin verbirgt. Also ich sehe hier tatsächlich auch Produkte, die man so ganz normal im Laden kaufen kann. Das wird spannend. Ich habe die Box jetzt vor mir stehen und dann gucken wir mal zusammen rein. Als erstes sehe ich hier eine Dr. Oetker Soße Aroma Eierlikör. Das finde ich richtig geil, denn ich habe damals, als ich noch tatsächlich auch Alkohol getrunken habe, Eierlikör auf Eis richtig geil gefunden. Und das ist das Aroma, das finde ich großartig. Ja, ne? Das sind Produkte, die dann jetzt nicht unbedingt bis zum Sommer haltbar sind. Das heißt, es wird es dann Weihnachten wahrscheinlich über dem Eis geben. Finde ich aber gerade sehr, 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 sehr passend. Dann kann ich ja den silbernen Deckel ablecken. Das schmeckt wirklich nach Eierlikör. Das prickelt sogar ein bisschen. Voll lecker. Ich könnte gerade die ganze Tube davon essen. Oh, das ist super lecker. Dann habe ich hier so ein... Och, wie niedlich. Guck mal. Ein T-Shirt, da steht Freebie drauf. Ich habe ja auch meine Größe angegeben. Das ist jetzt die Größe S. Jo, das müsste eigentlich passen. Wobei der Kopf... Ja, wir gucken mal. Also, das ist für mich tatsächlich ein optimales Schlaf-T-Shirt, ne? Also, es ist halt relativ durchsichtig hier. Also, ne? Deswegen, also für mich auf jeden Fall ein Schlafshirt. Ja, das definitiv. Aber, jo, es ist halt ein Shirt, ne? Finde ich echt geil. Und das passt. Also von der Länge her ist es echt schön lang. Und von den Armen her, das mag ich auch gerne, ne? Hey, hast du so viele Gutscheincodes, die kann ich jetzt nicht alle vorlesen, ne? Okay, so, jetzt kommen wir mal zu den Produkten, die hier in der Box sind. Einmal von Styx, das finde ich geil, die hatte ich auch schon mal. Kartoffelhandbalsam. Finde ich ja geil, dass sowas hier mit drin ist, ne? Das sind halt wirklich, das sind nicht nur Werbegeschenke, das sind halt auch richtige Produkte so, ne? Vielleicht ein bisschen kleiner. Hatte ich auch schon mal aufgebraucht und ich finde den Duft richtig klasse. Gefällt mir unheimlich gut. Wow, war letztes Jahr irgendwo in einem Adventskalender mit drin. Dann von HK die Neutralseife. Genau, weil das sind Gratisproben, deswegen. Das hier waren jetzt 30 Milliliter, wobei das für mich keine Probe ist, ne? Und hier Neutralseife, da weiß ich jetzt nicht, wie viel da drin ist. Das steht da, glaube ich, auch gar nicht drauf. Für Geschirr, Besteck und Gläser. Okay, also kann man das wirklich... Ach so, auch für Teppiche und Polstermöbel. Interessant. Ach, wie cool. Von Waterdrop Defense. Cranberry, Hagebutte und Moringa. Ein Mikrodrink. Das hatte ich auch schon mal in Foodboxen mit drin. Hat mir persönlich eigentlich ganz gut geschmeckt. Und hier haben wir tatsächlich drei drin. Oder wie viel sind das? Ja, wahrscheinlich, ne? Genau. Ja. Genau. Da gab es ja auch sogar einen kompletten Adventskalender von. Mensch, das finde ich ja super cool, ne? Ist sowas auch mit dabei. Essen. Und Beauty. Und Lifestyle, oh geil, ja, die werde ich lieben. Mein Freund mag das, glaube ich, nicht wegen dem Edelschimmel. Salanettis, mild, fein, vier feine Salami-Snacks, 80 Gramm sind hier enthalten. Von Sorga, lecker. Oh ja, von Dr. Oetker, ein Eiswunder, das finde ich auch super. Kakaoglasur härtete auf dem Eis aus.
225 Milliliter. Das ist auch so eine ganz normale Größe, die du so kaufen kannst, ne? Richtig geil. Boah, da ist noch so viel drin. Dann habe ich hier von Wildkorn Taxi Marrakesch, Kurkuma und Zitrone als Popcorn. Oh, das ist krass. Made with love in Germany, ohne Zuckerzusatz, ohne Konservierungsstoffe, gluten- und laktosefrei. Boah, du machst es auf und riechst einfach diesen Kurkuma und du hast hier auch direkt diese gelbe Färbung drauf. Boah, krasser Duft. Ich sag dir das. Geschmack aber nicht zu extrem. Also man muss dafür Kurkuma mögen, aber in so dosierten Mengen mag ich das ganz gerne. Gefällt mir. Ist echt lecker. Von Spice World Barbecue von Champignons. Oh, Smoky Curry Gewürzzubereitung. Mhm. Ja, das ist cool. Oder for Champions. Nee, for Champions. Nicht für Champignons, ne? Nicht für Pilze, sondern für Champions. Die Gewürze der Weltmeister. Mhm, okay. Spice World. Ich mag nicht so gerne Curry, ne? Aber meine Mama mag das sehr, sehr gerne. Das heißt, ich werde ihr das in ihre Weihnachtsbox mit reinpacken. Kriegt sie dann von mir zu Weihnachten. Jetzt im neuen Design. Stay Spiced. Das sind auch 90 Gramm. Also das ist doch auch eine Full-Size-Größe, oder? Proteinpulver. Okay, von Isaac. Gut für dich, gut für die Umwelt. Made in Germany mit Insektenprotein. Oh, das muss ich mal probieren. Ich wollte immer schon mal so, diese Insektenburger und sowas probieren. Da habe ich richtig Bock drauf, weil das ist, Leute, das ist einfach die Zukunft, ne? Algen und Insekten. Irgendwann sind das unsere Proteinquellen. Das ist nun mal so. 72% Eiweißgehalt, das ist eine Portion. Und wie bereitet man das zu? Weiß ich nicht. Ich mache jetzt kein Workout oder so, ne? Also es ist jetzt nicht für mich zum stark werden. Den Beutelinhalt mit 300 Milliliter pflanzlicher Milch oder Wasser in deinen Shaker geben. Okay, und dann schüttelt man das und dann kann man das trinken. Ja, wird auf jeden Fall getestet. Ich werde dir mal irgendwie in die Infobox oder so reinschreiben, wie es geschmeckt hat. Oder hier rein. Ich weiß es nicht. Ich werde es wahrscheinlich trinken, während ich das Video schneide. Genau. Oh, das ist was für Sammy. Platinum Natural Pet Food and Care Adult Dry Dog Food. Unverkäufliches Muster. Jo, gut. Jo. Aus 70% Frischfleisch. Beef and Potato. Entschuldigung. Kartoffel ist auch immer gut für Sammy, weil der braucht auch so ein bisschen, ne, immer so eine Entsäuerungsquelle, sage ich mal. Und jo, hier haben wir so ein Mustergedöns mit drin. Das finde ich auch sehr cool. Ich habe nämlich auch angegeben, dass ich einen Hund habe und da entsprechend Interesse hätte, auch was zu testen. Ne? Von Cremissimo. Geil, das ist so ein Eisportionierer. Nur von Hand warm abspülen, nicht für die Spülmaschine geeignet. Okay, das ist schade. Aber ja, das ist halt, ich nehme den mal eben kurz raus. Das ist halt so ein richtig geiler Eisformer. Also das ist halt so ein Werbegeschenk. Ne? Aber es ist schon cool. Eis portionieren. Und dann mache ich das Eiskram drauf und das Eiskram drauf und dann habe ich ganz leckeres Eis. No. So, das ist dieses von Kukon. Oh, das ist ein Duftsäckchen. Das rieche ich direkt. Okay, süß. Mit Lavendelduft ist das, glaube ich. Wenn ich das jetzt aufmache, kriege ich den ganzen Lavendel hier jetzt um die Ohren geknallt. Ja, deswegen lasse ich das lieber zu. Aber das ist halt ein schönes Lavendelduftsäckchen. Ne? Das kannst du dir so in wo auch immer hinhängen. Also das kann man entweder ins Badezimmer hängen, dass es seinen Duft versprüht. Deswegen riecht hier auch alles gerade echt nach Lavendel. Oder halt in einen Kleiderschrank oder so. Finde ich super. Und Lavendel beruhigt ja auch. Sowas ist auch super fürs Schlafzimmer. Ich sprühe mir ja auch gerne so Lavendelspray auf mein Kopfkissen. Aber immer nur dezent, weil mein Freund das nicht so gerne mag. Und jetzt habe ich halt so ein Säckchen. Das finde ich voll gut. Quality Time Made in Austria. Sehr witzig. Tractive GmbH. Das ist scheinbar ein Halsband. Ach, wie geil ist das denn? In Large. 45 bis 70 cm. Muss ich mal gucken, ob das Sammy passt. Aber ich nehme es mal raus. Genau, und das ist halt ein richtig... Das ist ein Hundehalsband, ne? Das finde ich cool gemacht. Du hast zwar dann deinen Hund als Werbeträger, aber ich finde es gut, dass es hier eine richtige Schnalle hat und dass du hier quasi auch so einen Locker hast. Also, dass es nicht einfach so aufgeht, sage ich mal. Ne? Doch, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Da werde ich auch noch ein Foto von machen, wenn Sammy das mal trägt. Cool. So ein Hundehalsband, das ist nie weg, ne? Okay, dann habe ich hier etwas in Luftpolsterfolie eingepacktes. Okay, jetzt habe ich die Dose geschüttelt. Ich habe ein bisschen Angst davor, die aufzumachen. Und das ist eine Spezi. Wie geil ist das bitte? Spezi ist so ungefähr der Klassiker aus meiner Kindheit. Wenn man so gefragt wurde, was möchtest du trinken? Eine Spezi oder eine Regina?
Das war immer so, ne? Ach geil, Spezi war ich geil. Cola Mix Orange mit Orangensaft und weniger Zucker. Richtig geil. Oh, die werde ich trinken. 033. Mega geil. Kennst du das? Wenn man halt hier drauf drückt, dann denkt man immer, dass die Kohlensäure sich dann so ein bisschen setzt, dass es ein bisschen chillt und sich nicht allzu sehr entfaltet. Ich mache das irgendwie immer bei Dosen. Und dennoch, puff. Eine Spezi. Ich raste aus. Mezzomix hat man nachher dann irgendwie nur noch in den Läden gefunden, aber Spezi? Prost. Lecker. Kindheit sagt ganz laut Hallo. Hier habe ich wieder was Eingepacktes, was ich natürlich ja erstmal schüttel hier. Was bist du denn? Nee. Wiener Würze. Biolupin-Würzsoße. Ach, wie geil. Hochwertige Würze zum Verfeinern und Marinieren von Suppen, Soßen, Salaten, Fisch, Fleisch und Gemüse. Ach, guck mal. Eine Wiener Würze. Wonach schmeckt das denn wohl? Biologisch vegan, Umami. Umami ist ja quasi der siebte Geschmackssinn oder so. Traditionelles Brauverfahren, monatelange Reifung und österreichisch. Okay, das sagt mir jetzt gar nichts. Mit Wasser, Lupine, Hafer, Salz. Okay. Speisewürze. Kann man das so pur probieren? Ich weiß das gar nicht, ne? Hat eine Konsistenz wie Maggi, also das hat hier so einen Ausgießer. Und das riecht auch nach Maggi. Oh. Wir haben damals immer Maggi in Suppe reingemacht, ne? Da habe ich jetzt ein bisschen was hier auf dem Finger. Schmeckt sehr salzig, aber kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass man das dann zum Verfeinern nimmt, ne? Cool. Mensch, da entdeckt man echt ganz neue Möglichkeiten. The Humble Co. Hier haben wir mal wieder eine. Oh, das ist praktisch. Eine Zahnbürste mit Zahnpasta. Also, das ist wirklich so ein Reiseset, ne? Das ist hier richtig schön zugemacht. Dann haben wir ein Backheft von Dr. Oetker. Weihnachtliche Backfreude mit Rezepten drin. Ach was. Richtig cool. Denn Weihnachtszeit ist jetzt ja echt die Backzeit. Und oh. Ja, da habe ich Bock drauf. Schneemann-Macarons. Ja. Ja, okay, geil. Dann habe ich hier noch ein richtiges Kochbuch. Backen macht Freude, alles Liebe. Richtig geil von Dr. Oetker. Das ist ein richtiges festgebundenes Buch. Das kostet doch auch Geld, wenn man das kauft. Krass, und das ist hier so mit drin. Oh, Schmetterlinge. Spinnenmuffins. Ach, guck mal, das ist schon sehr liebevoll gestaltet, ne? Und dann haben wir hier noch eine Zeitschrift drin. Und zwar die Woman, die normalerweise 3,90 € kostet. Gut, die ist jetzt von Oktober 2019. Die ist schon ein bisschen älter. Aber es ist halt eine Zeitschrift, ne? Die halt auch ihren Wert hat. Ja, das war jetzt die Freebie-Box, die ich hier zugeschickt bekommen habe. Ob genau das gleiche bei dir drin ist, weiß ich nicht, weil da müssten wir auch die gleichen Interessen angegeben haben und so. Also, ne? Deswegen, das ist dann ja auch immer anhand der Interessen. Und das deckt sich mit meinen Interessen. Ich finde das so cool. Ich finde auch dieses Shirt irgendwie so, es kommt gleich direkt in der Wäsche und dann habe ich ein neues Schlafshirt. Finde ich großartig. Ja, ne? Vielen, vielen Dank, liebes Freebie-Box-Team. Da habt ihr mir eine riesengroße Freude bereitet. Das sind coole Produkte, die man auch echt gut so jetzt hier verwenden kann. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und auch da oben, ne? Kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Da würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!